Heute dreht sich alles um das spannende Thema, wie du die Kraft des Online-Networkings nutzt, um erfolgreich Geschäftsbeziehungen für dich als Finanzberater aufzubauen. Du kennst es sicherlich, denn in der heutigen digitalen Welt ist das Netzwerken online zu einer absoluten Schlüsselkomponente geworden, wenn es nämlich darum geht, beruflich voranzukommen und auch neue Chancen zu entdecken. Heißt, es bringt dir einfach viel mehr, wenn du dich mit anderen Leuten connectest, als wenn du versuchst, alleine durch den ganzen Fluss zu schwimmen. Heißt, in diesem Video werde ich dir wertvolle Tipps und Tricks vorstellen, wie du das Beste aus dem Online-Networking herausholen kannst. Also lass uns gleich direkt loslegen. Der erste Schritt beim Online-Networking besteht darin, eine starke und professionelle Online-Präsenz aufzubauen. Heißt, achte darauf, dass deine Social-Media-Profile, zum Beispiel auch dein LinkedIn-Profil, Instagram und Facebook, ansprechend gestaltet sind und deine Erfahrungen und auch Fähigkeiten gut präsentiert werden. Denn nur wenn du selbst wie ein Experte wahrgenommen wirst, wollen auch andere Experten mit dir Kontakt aufnehmen und haben Lust auf ein Networking mit dir. Heißt, ein professionelles Foto und eine aussagekräftige Zusammenfassung sind dabei natürlich wichtig, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Denn wenn die Leute wissen, hey, sie wissen, was du machst, wofür du stehst, wird es einfacher für dich sein, mit gewissen Leuten in Kontakt zu treten. Der nächste wichtige Punkt ist dann eine aktive Teilnahme in relevanten Online-Communities und Foren. Heißt, du kannst Gruppen suchen oder Diskussionsplattformen, die zu deinem Fachgebiet passen und dort aktiv werden. Heißt, teile dort zum Beispiel dein Wissen, beantworte Fragen und stelle auch selbst Fragen, um mit anderen Teilnehmern dort in Kontakt zu kommen. Heißt, das heißt nicht nur, dass du Interesse an dem Thema hast, sondern dass du auch dein Expertenwissen für andere wertvoll zur Verfügung stellst. Und natürlich neben der aktiven Teilnahme in Online-Communities solltest du sonst auch auf Networking-Veranstaltungen im Internet achten. Es gibt mittlerweile virtuelle Messen, es gibt Webinare, es gibt Online-Konferenzen, auf denen ich zum Beispiel selbst auch Speakerin war, wo natürlich für dich auch die Möglichkeit steht, mit Gleichgesinnten dich auszutauschen und dadurch natürlich auch potenzielle neue Geschäftspartner in Kontakt zu kommen oder auch eventuell sogar Kunden. Und es gibt da halt die Möglichkeit, sich dann mit Teilnehmern auszutauschen, mit Leuten, die dort halt auch waren. Deswegen scheu dich da halt nicht, mit Leuten in Kontakt zu kommen, denn online ist das Ganze natürlich halt nochmal viel, viel einfacher als offline. Natürlich besteht halt auch die Möglichkeit, neben Gruppen, neben Online-Events, auch die Möglichkeit, sich direkt mit Leuten zu connecten, heißt eine Liste zu erstellen. Wer würde alles passen? Mit welchen Leuten würdest du dich gerne connecten oder networken? Was sind sogar Leute, die mit deiner Zielgruppe zusammenarbeiten, heißt mit Kunden, für die du dich interessierst, die aber auf einem anderen Wege, also nicht als Versicherungsmakler, mit dir zusammenarbeiten, um die wiederum für deine Beziehungen zu nutzen, um daraus hin dann zum Beispiel auch wieder neue Kunden zu gewinnen oder auch neue Geschäftspartner zu gewinnen. Also es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, wie du dich online mit anderen connecten kannst, also Online-Networking betreiben kannst. Und das Coole ist halt, du kannst da auch langfristige Bindungen halt aufbauen, die natürlich halt auch deinem Geschäft dann langfristig etwas bringen. Und deswegen ist es wichtig, dass du weißt, wie du die Kraft des Online-Networkings richtig nutzt, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen, um Geschäftspartner dadurch zu gewinnen oder auch um neue Kunden dadurch zu gewinnen. Und denke mal dran, Online-Networking ist natürlich eine kontinuierliche Aufgabe, die auch Zeit und Engagement erfordert, aber die definitiv positive Auswirkungen auf dein berufliches Netzwerk und auch deine Karriere haben wird. Deswegen ist es das Ganze auch definitiv wert. Und wenn du natürlich wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert und wie du das Ganze auch für dich umsetzen kannst, dann sichere dir gerne deine kostenfreie Strategieberatung bei uns unter www.j-langwurst.de. Und wenn du natürlich mehr solche Inhalte sehen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal, lass ein Like da, drück auf die Glocke und ich hoffe sehr, dass du bald networkst und dass du passende Leute findest, die dir wieder weiterhelfen können, denn online ist es so einfach, neue Leute anzusprechen. Offline ist das nicht so möglich und deswegen bietet online dir dort als Finanzberater oder Versicherungsmakler halt auch eine super Plattform, um mit anderen in Kontakt zu treten, denn so einfach wie in der heutigen Zeit war es wirklich noch nie.